Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, aus unserer Sicht wäre eine Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt nicht nötig gewesen. Der Gesetzesentwurf im Agrarausschuss wurde beraten und hier im Landtag einstimmig in unveränderter Form zur Annahme empfohlen. Mit diesem Heilungsgesetz tragen wir der Notwendigkeit Rechnung, dass die Gewässerunterhaltungsverbände und ihre Mitgliedsgemeinden in die Lage versetzt werden, ihre Beitrags- und Gebührenerhebung rechtssicher, verwaltungspraktikabel, kostengünstiger gestalten zu können. Die Gründe für die Notwendigkeit des Änderungsgesetzes wurde bereits dargelegt, sowohl von Herrn Backhaus als auch von meinem werten Kollegen Herrn Lenz, und wurde auch im Agrarausschuss nicht weiter bestritten oder weiter tiefgründig zerstritten oder wie Sie das hier irgendwie so vorgetragen haben, bei uns wer da diskutiert. Ich bitte daher um Zustimmung des Gesetzesentwurfs. Die hier mit der Abstimmung des geltenden Beschlussempfehlung des Agrarausschusses zum Antrag der CDU-SPD möchte ich jetzt Bezug nehmen, Gewässerunterhaltung in Mecklenburg-Vorpommern, die wohl der eigentliche Grund für die gewünschte Aussprache ist. Auf Antrag der Koalitionsfraktionen wurde vom Agrarausschuss mehrheitlich beschlossen, dem Landtag zu empfehlen, die Ziffer 1 des Ursprungsantrages, in dem die Landesregierung aufgefordert wird, die Entwicklung des Umfangs der Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung ab dem Jahr 2003 bis 2012 bis zum 11. Dezember 2013 anhand des Anlagen- und Gewässerverbandes vorzulegen, für erledigt zu erklären. Diese Aufforderung ist nach unserer Ansicht, wenn auch etwas verspätet, gebe ich zu, das Ministerium mit seiner Berichterstattung im Agrarausschuss vollumfänglich nachgekommen, wie Frau Dr. Schwenke das eben auch sehr schön dargestellt hat. Ebenso ist für uns die Frage der Zuständigkeit für die Finanzierung von Maßnahmen des Artenschutzes geklärt, so dass diese Fragestellung in Ziffer 2 des Ursprungsantrages entbehrlich geworden ist. Die entsprechende Beschlussempfehlung zum Antrag der CDU und SPD liegt Ihnen hiermit somit vor. Die Fraktion Bündnis 90 sieht es, wie es im Agrarausschuss dargestellt wurde, natürlich anders. Sie will mehr Berichte, wie wir schon öfters in unterschiedlichen Anträgen zum Thema Wässer und Gewässer hatten. Wir lehnen das zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab. Insbesondere eine nochmalige Erhebung von Daten bei den Wasser- und Bodenverbänden wäre diese gegenwärtig finanziell, personell und zeitlich überfordert und stünde im Keimverhältnis zu einer möglichen Informationsgewinnung. Das Thema Gewässerunterhaltung in Mecklenburg-Vorpommern ist damit aber nicht vom Tisch. Mit unserem Antrag geben wir der Landesregierung aber den entsprechenden Handlungsrahmen. Wir stimmen der Beschlussempfehlung zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.